Gut, also Per, nimmst du denn lieber Hitze? Oder willst du auch behind gehen? Per-Bär? Der ist gerade nie da. Ah, vielleicht besucht der, guckt der gerade, ob der neue da ist. Weil, also ich habe schon ein schnelleres Blitz, aber mein Heat ist noch ganz... Ja, das ist ja nicht das Problem. Wir brauchen einfach einen Heat, wo ich durchlaufen kann, ohne dass die Gegner mich bemerken. Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Per-Bär? Kannst du mal gerade gucken, ob der so ein komischer Newbie bei uns ist? Also ob der Per noch im CS irgendwo anders ist. So, ich bin noch da. Ich musste den gerade schreiben und ich habe ja Push to Talk und dann konnte ich die das nicht drücken, weil es Taste ist, die ein Geräusch macht. Eine Zeile macht, Zeichen macht. Go! So, wer von euch setzt jetzt Hitze oder Schild ein? Oder macht ihr beide Schild? Du nimmst Hitze, okay. Dann setzt es bitte auf der linken Seite ein und Per rennt rechts lang. Ja, ich hab die Aufgabe gerade abgebrochen. Ich wollte rechts sagen, verdammt, ich hab einen Zielstart gehabt. Shit, die setzen zu viel Oracle ein. Oh, Per, ich bin direkt hinter dir. Ich hab da einen umgeworfen. Ich weiß, ich hab ihn nicht umgebracht, weil ich auch hochkommen wollte. Das heißt, du zielst runter, ich zieh links. Hin. Boah, Alter, das war ein geiler Ich werde das doch nicht aufnehmen, weil ich meine Einstellung anders aufnehmen müsste dafür. Ja, okay, ich nehme trotzdem auf. Ja, ich habe gerade quasi den Anfang verkackt. Hast du auch wirklich gedrückt? Ja, ich bin im Aufnehmen. Mensch, ist das ärgerlich. Komm. Per, mach jetzt noch schnell, sobald du stirbst. Du kannst ja mittendrin anfangen, ja. Kein Problem. Warum nimmt keiner von uns ein? Ich weiß nicht. Ich passe auf hinten auf. Also hinter uns. Oh, aufgepasst, Per. Ich bin fast tot. Es könnte sein, dass gleich einer durchkommt. Jo. Kämpfst du noch schön auf den Punkt runter? Mhm. Ja. Das ist schön. Na ja, wunderschön. Dann müssen wir das so machen. Alles Tutti. Tutti Frotti. Aufgepasst, Aegis kommt gleich hoch zu uns. Einer ist durch, Aegis MK48. Jo. Der kommt jetzt. Spring am besten runter. Oder was auch immer du für am besten hältst. Na! Das war sehr männlich gerade. Alter Per, wir haben zu lange keine Matches mehr zusammen gemacht. Yay! Und ich habe keine Eroberung. Shit, rechts ist ein Sniper. Yay! Links ist auch ein Sniper. Schnipper. Und wir haben einen weniger als die. Kannst mal versuchen von hinten zu kommen, Per? Also die Sniper gehen uns tierisch auf den Sack. Oben brauchen wir jetzt nicht mehr. Gigatron, Mann, jetzt mache ich natürlich eine mega geile Runde und nehme die nicht auf. Doch, und du nimmst gleich tot. Auf. Ist eine mit P90 SD bauen. Wo? Da kommt sie zurück. Okay. Bam. Genietet. 2%. Nee, bei weitem nicht. Ja, jetzt klappt's wieder. Nimmst du auch? 75. Jetzt bin ich wieder drin, so halb. Also irgendwie ist die Map nicht so flüssig. Ich muss mal irgendwie an den Einstellungen arbeiten. Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir später mal sagen, was ich habe. Ja, das wäre ganz gut. Ich habe nämlich tierische Frame Drops. Ah, das lohnt Hilfst du mir mal bitte hier unten? Ich bin so ganz alleine gegen zwei fette Typen. Ja, ich hab's wieder ausgemacht, das bringt mir gerade nichts. Per, ich kann dir sagen, dass ich auch oft Frame Drops habe, aber dass die nur temporär sind. Ganz kurz.
Also wenn ich anfange aufzunehmen, habe ich so 20 Frames und nach ein paar Sekunden habe ich wieder 50. Ja, aber nicht mittendrin. Das schwankt irgendwie immer so zwischen 60, 50 und manchmal geht es auch auf 30 kurz runter. Und das zerstört mich. Das sehe ich nämlich. Wenn ich das sehe, dann kann ich nicht spielen. Ah ja, mein Schild ist wieder aufgeladen mit Blitz. Hilfe, ja, okay. Ja, links, rechts sind zwei durch dann. Ich weiß noch nicht mal, ob ich die Aufnahme von eben nehmen werde, weil ich es nicht mag, wenn ich scheiße spiele, beziehungsweise nicht flüssig spielen kann, das dann noch hochzuladen. Ja, weil ich meine, am PC liegt es eigentlich nicht, weil der ist gut. Der ist wesentlich besser als meiner. Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber... Ich habe einen i5er Quad-Core, du hast einen i7er, der i8, der Octocore vortäuschen kann. Ja, fair, ich hole ihn. Oder auch nicht. Mein. Oh, der Sniper hat mich erwischt. Hinten. Wo, rechts, links? Rechts ist nämlich an der. Ja. Blumentopf. Zimpf. Wie geht das jetzt nicht gut? MK48. Boah, die Demütigung eben, die war geil. Einfach mal viermal draufhauen. Boah, ich freue mich. Oh, Chef, ich hab mal eben so fünf Leute mit Shotgun getötet. Nice. Nice, sehr nice. Mami. Nizza, Nizza. Aber nicht Nizza, Per. Nicht verwechseln. Nee. Niederzuschlagen, aber es hat nie geklappt. Jetzt unser kleiner Spritzer. Der hat uns verlassen. Oh shit, shit, shit! Oh, Glück gehabt! Per, unter euch! Aua. Ich glaube, du bist da oben. Guck mal, ob hier in meiner Richtung da jemand steht. Oh, oben ist einer von uns, nein. Okay. Doch. Kann mich jemand, kann man jemand pingen? Ich habe keinen Ping. Einen habe ich. Wo sind die alle? Da ist einer. Aber hab ich mal jemanden retzen mit dem Defibrillator? Ich hab grad keinen Defibrillator dabei, aber ich würde ich geh gleich rechts mit dem Blitz lang. Ja, wenn ich spawn jetzt gleich beim nächsten Mal. 432. Oder wir machen links. Ich würde eher links machen. Links ist mit Blitz sicherer, weil der dünner ist und man besser drüber schauen kann. Okay. Sag Bescheid. Roll the drums. Gut, wir sagen Bescheid. Irgendwie habe ich mich inzwischen an die neuen Skins, also die neue, das neue Aussehen von den Charakteren gewöhnt. Ja, immer auch scheiße. Ja, halt, vorher war es schon besser, aber ich finde es nicht so schlecht inzwischen. Und ich bin der Aufklärer hat eben ein bisschen gehungert. Shit happens. Wenn man zu wenig Geld hat, kann man eben auch nicht fressen. Jo. Ich würde sagen, 3, 2, 1. Okay. Links, glaube ich, direkt. Oh, da hinten. Ja, ich bin tot. Ich bin jetzt hier. Leute. Und der hat später weg gesehen. Abschieße. Aber ich habe einen umgeworfen. Warte, ich kann leider. Wir machen auch so ein Synchronsterben, oder? Ja. Was für eine KD hast du? 10,5. Vielleicht doch nicht ganz. Ich glaube, wir sollten jetzt mal nicht so vorpushen, erstmal sammeln. Lass mal oben hingehen wieder, links hoch. Oder auch nicht. Nee, komm mal links. Oh, den hätte ich ganz übersehen. Died. Das war sehr blöd. Boah, die P90 SD War ist einfach so nice. Wo wir wieder beim Thema wären. Oh, ich hab wieder Blitz. Und immer wenn ich sage, wo wir wieder beim Thema wären, geht's entweder in, wenn wir Bro spielen, geht's dann entweder darum, um die scheiß guten Waffen, die neu rausgekommen sind, oder darum, dass kaum Abonnenten Kommentare lassen. Aber ich lasse Kommentare. Ja, das war. Wo wir wieder beim Thema wären, Per. Hey, ich wurde schon mal P90 SV getötet. Echt?
Das war früher die ultimative P90. P90 SV, ich hab's gesehen. Hab ihn. Ach ja, und die P90 War ist gar keine P90 War, wusstet ihr das? Sie ist eine P90 SV War. Die P90 hat nämlich einen mittleren Lauf und die P90 War hat einen langen Lauf. Interessant zu wissen, oder? Und ich hab dir gerade nicht zugehört. Was ich gerade gesagt habe, ist, P90 War ist gar keine P90 War, sondern eine P90 SV War. Das weiß man, weiß ich, aufgrund des Laufes. P90, die P90 selber hat einen mittleren oder einen kurzen Lauf. Die P90 War dagegen, die hat einen langen Lauf. Langen Lauf. Ich habe auch einen langen Lauf. Oh ja. Also unter dir, guck, unter dir. Ding ist. Ja, den unter mir habe ich geholt, den vor mir noch nicht. Nee, jetzt kommt hinter dir, hinter dir, dreh dich um. Danke. Ah. Oh, vielen Yay. Dank. Jetzt alle auf den Punkt. Alle auf den Punkt, tot. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr, oder? Doch! Ja! Ja! Mein Name nach. Welche Waffe hast du? NS2000 SC? Tot? Ich hab KPS SDTAT. Ah. Also. Jetzt will ich Waffeln. Waffeln? Wie kommst du auf Waffel? Gegen Rama. Da ist einer hinter dir tot. Achso, ne, ich. Deswegen ist er ja auch gleich tot. Hab ich was verwechselt mit meinem Mana? Mit diesem Waffelhersteller. Waffel, da. Waffel. Bitte keinen Kommentar dazu abgeben, ja? Waffeln. Weder über den Text, noch über den Einfallsreichtum, noch über meine Singtalente. Waffles. Waffe. Da muss man sagen, wenn du das Video online stellst, dann kommen Kommentare drüber. Wirst schon sehen. Waffel oder Waffennoobs oder was auch immer wird der Titel sein. Irgendwie sowas oder... Angriff der Killerwaffeln. Angriff der Killerwaffeln, okay. Auf ausdrücklichen Wunsch heißt das Video Angriff der Killerwaffeln. Oh, der Jochmann ist böse auf mich. Der schreibt mich ständig voll Shotgun-Noob aus und bezeichnet ganz viele. Man kann hier richtig prima von hinten kommen, wusstet ihr das? Ja, ja. Und ich werde schon. Jochmann hat sich selbst getötet. 17, Liebe, ich kann's wieder. Ich hab 17, 11. Ich hab 13, 6. Auch gut. Kommt Leute, jetzt machen wir das wieder zu dritt, okay? Wer ist dabei? Nee, also du hattest doch vorhin Schild, oder? Ich glaube, die werden jetzt versuchen, aber ein bisschen... Angefangen habe ich mit Heat. Komm, mach's, was ihr wollt. Wir machen jetzt einfach so, wie wir wollen. Na gut. Wer geht mir nach hinten? Ich gehe links lang. Okay. Nach hinten. Ich gehe rechts lang. Ja. Ja, Mami. Okay, du hast Heat. Bitte mach rechts Heat, danke. Mana. Oh, Scheiße. Kommen, wenn die jetzt alle abgeknallt werden. Boah, ich bin hier neben einem unsichtbaren rechts lang gerannt. Oh shit. Ich darf noch mal rein. Also shit. Ich habe nur einen Eiershot gemacht. Das soll angeblich nicht so stark sein. Wobei der Eiershot sollte eigentlich der stärkste von allen sein, oder? Ja, ich habe mal so ein Video gesehen, da hat der immer gestorben ist, wurden immer in die Eier geschossen, war immer kritisch. Das müsste. Wie ist der hinter mich gekommen? Untergesprungen. Einer geht von rechts in den Punkt wahrscheinlich bei denen. Ah, wir haben den Punkt, ja. Nicer Angriff.
Oben drin, rechts. So muss das laufen. Boah, ich bin so inkompetent. Mist. Oben ist noch einer bei denen rechts. Shit! Das hätte ich vorhersehen müssen. Seit wann kann man eine P90 wohl als Sniper einsetzen? Hä? Ach, das machen mittlerweile viel. Phantom drauf und dann Ding? Okay. Per, wo lang gehst du? Links. Ich komm mit. Angriff, der Killer. Wir sind alles freie Individuen. Frei, frei, frei. Waffe, Waffe, Waffe. Oben rechts sitzt einer. Saß. Das ist weg, oder? Ja. Ich glaube, hier links sitzt niemand mehr, oder? Hinter euch. Ach nee, nee, da rennt jetzt. Wo? Wo? Der rennt zu C jetzt. Auf der rechten Seite? Ja, rechte Seite. Na guck mal, die falsche Seite, wenn ich da, weil es Spiegel verkehrt ist. Okay, wo ist der letzte? Na gut, wenn sie eben gekillt werden wollen. Kriegst eine Waffe. Waffe! Ich will eine Waffe, ich will eine Waffe, Mami. Oh, den Unsichtbaren habe ich nicht gesehen. Wo ist denn der Unsichtbare? An meiner Leiche. In deiner Leiche, nur bei deiner Leiche. Oh, ich sehe deine Leiche. Ich habe ihn. Bin Nikrofil. Meiner. Meiner. Habe ich doch gesagt. Gut so. Mit P90? Ja. SD War? Ja. Nicht gut. Links kommt gerade einer, der ist tot. Herr Recke. Ich? Ist doch schon passiert, Per. Brauchst du dir nicht mehr wünschen. Nee, gut. Ja, ne? Ich versuch mal links lang zu gehen. Killskiller. Ich? Nee, X-Kino. Kino. Ey, Kino. Ich hasse dich. Du bist so ein Kino, weißt du das? Per, ich komm mit. Wo ist tot? Tot ist auch links. Dann komm ich das mit. Das ist hinter dir tot, glaube ich, oder? Wie bitte? Und vor dir. Rechts sind sowieso ganz viele. Tot? Schild. Ich komm mit, ich bin hinter dir. Renn tot. Schieß ihn ab. Oh, scheiße. Mein. Meh. Vorlage. Das hat doch Schild, Jack. Oben ist ein Sniper. Links. Keine Ecke sieht mir. Es ist kein Sniper, das ist schlimmer. Nein. Oh, da liegt jetzt unten, da liegt unten jetzt. Nein. Der Sniper ist nicht mehr oben. Doch, da oben ist also, einer. Ja, jetzt ist er neu gekommen. Nein. Nicht mit mir im 14. Von hinten, war doch klar. Immer müssen diese perversen Dreckschweine von hinten kommen. Ah, mich auch. Nee, Spaß. Die kommen ja auf jeden. Mann. Boah, Per, ich bin der Beste. Dabei habe ich gar keine Eroberung. In Vorlage wie ich. Ja, ich habe 13-4. Ich habe 0-3. Du hast 0-3. Oh. Ne, die andere Seite geht mit Shotgun leichter. Die ist verwinkelter. Ach so, okay. Ja, ich habe die Map noch nie mit Shotgun wirklich durchgespielt. Unterm LKW, okay. Ich beziehungsweise werde am linken Reifen. Am linken Reifen, Alter. Mein Name. Smokio, hallo, Smokio, frisch aus Tokio gekommen. Ja, der war schlecht. Wo ich hole mir? Da lag sogar einer. Also auch Info an dich, Alex, also wenn ein Sub-Zero morgen ankommt auf dem Teamspeak, kann ich da bin, dann klar. Kommt er wegen Grow oder Gurp. Gurp. Und M14 Tactical. Rechts. Direkt am Punkt rechts.
Oh Mann. Gerade macht Grove wieder so. Grip, entschuldige, ich meinte nicht Grove, sondern Grip. Gerade macht Grove wieder so richtig laut. Grow existiert nicht mehr. Deswegen ist auf meinem Kanal die Staffel Grow auch komplett abgeschlossen. Als Husten. Grow wird nie wieder erscheinen, Per. Delavi. Shit. Ha! Inkompetent. Die M500 ist inkompetent, wusstet ihr das? Inkontinent. Ja, auch das, aber vor allem inkompetent. Dieser Zünd. Der ist so ein Noob-Sniper. Mama mia, Mama mia, Mama mia, let me go. Uha. Krieg der Killerwaffeln, genau. Also da ist schon ein Titel gefunden. Ja, Krieg der Killerwaffeln. Du kannst ein Copyright drauf machen. Mach ich auch. Wurde C gerade erobert oder habe ich das falsch gesehen? Nö. Also habe ich das falsch gesehen, nicht nö. Oh shit, shit! P90 SD War. Hinterm rechten Auto auf dem Punkt. An der rechten Seite. Warte, Baby. Jetzt wird's schwul. Ja, war beabsichtigt. Auch von hinten. Ich sag nur, ich will, dass das, was bei Balakla war, passiert, das auch hier mal passiert. Also Regenbogen. Verstehst du, was ich meine? Das war ein Ja, ganz eindeutig. Das hat doch jeder von euch was gehört. Was bei Balakla war das Pinke? Dieses Regenbogen an den Mauern. Für alle, die nicht wissen, guckt einfach ein paar Videos zurück. Sea Spacer! Krieg der Sea Spacer. Nachspielzeit. Nachspielzeit. Wir wollen alle nur Nachspielzeit. Aber dazu brauche ich auch noch ein bisschen Hilfe, ne? Per weiß, wo der letzte ist. Nope. Und? Ach, rechts sind ganz viele. Also in der Mitte eher als rechts. Wie kann man sich nur M500 nennen? Okay. Warum nicht? Ich sag das lieber nicht, oder? Bevor jemand fragt, wie man sich nur Asplutre nennen kann. Ja, aber der hat ja noch einen gewissen aminosäurischen Sinn. Ja. Beschränkt. Wie kann man sich Rising Daydreamer nennen? Das macht immerhin noch Sinn. Ja, fast. Nur mehr oder weniger. Ja, erobert, bitte. Weiß ich, in MMOs werde ich mich jetzt immer Daven nennen. Warum? Daydreamer ist meistens vergeben. Außerdem ist das kein wirklicher Name. Das heißt, das Day von Daven kommt von Daydreamer. Das und es gibt einen Charakter in einem Buch, der heißt Aravan oder so. Und da mache ich halt Ben drauf. Was für ein Hintergrund? Was meinst du? Was für Hintergründe? Ja, irgendwo muss das ja herkommen. Ich nenne mich immer Todward, aber das ist vergeben. Also habe ich mich Todd genannt, dann haben wir vier Zeichen an. Wo sind die am Erobern? Ich meine, früher war es mir egal, wie ich ein MMOs halt hieß. Dann habe ich mich bei meinem ersten MMO irgendwie so Dragon Killer oder irgendwie so genannt. Leute, könnt ihr mal zu B gehen? Ich bin gerade am Spawn-Camp, so mehr oder weniger. Und irgendwie jetzt, wenn ich ein MMO spiele, dann bin ich zwar nicht der Story spiele, aber ich will mir so eine leichte Story selbst aufbauen und dann hat man wenigstens so einen Namen. Ah, ich hab ihn. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie Animes geguckt habe, die über MMOs gegangen sind. Wer weiß.
Wer weiß, wer weiß. Per, könnte dir mal helfen? Die doch nicht. Oh nein. Ja, okay, gegen eine M14 und eine Pumpe habe ich wenig Chance. 27,9, alter Schwede. Jetzt fehlt noch, dass wir den letzten Punkt noch holen. Kommt schon, Leute. Das kann eine perfekte Runde werden. Oh, jetzt habe ich es gesagt, jetzt wird es keine perfekte Runde mehr. Ach, was tust du denn hier gerade? Ja, herkommen. Hast du ein bisschen zu spät umgelegt? Ich weiß. Ich wusste nicht, dass du rechts von mir bist. Da hatten die mich zu früh gesehen. Oh! In der Mitte steht einer, Per. Links neben dem Tor. Also links im Toreingang. Komm, 28,10, das kann ich noch besser. Queen. Danke. Also Per, wenn du dich entscheidest, noch Daisy mit zu spielen, wäre ich sehr froh drum. Wo wir wieder beim Thema von vorhin. Da war eine Shotgun irgendwo rechts. Waffelkiller, Déjà-vu. Nee, das hört sich scheiße an. Okay, der ist... Rechts kommt gleich einer von behind vermutlich. Danke. Gerne. Oh! Oh, oh, Sniper. Jones? Ach komm, holt euch doch mal den K-Ball, bitte. Da, Per, hinter dir irgendwo. Genau den. Mist, so langsam. Mist. Wollt ihr zu Tode knocken. Da steht noch einer im mittleren Gang. Der geht jetzt nach vorne. Endlich haben wir mal Gegner als Kanonenfutter. Endlich haben wir mal Gegner? Als Kanonenfutter. Achso, ja. Das ist endlich mal, das ist ein richtig schönes Match gerade, ne? Ja, für uns. Ja. Also ich find... Hilfe! Per, bitte! Smoke hier auch gut. Ja, ich bin nur gerade, komme gerade vom Spawn, bin auf dem B-Punkt. Ich komme dir sofort zu Hilfe. Gut. Ich komme nicht mehr rein, Leute. Nein, ich komme nicht mehr rein. Boah, PLC ist hier. Wie kann man... Ich verstehe gerade nicht, wie ich von der ersten Runde so einen Leistungsverlust mache. Oh, scheiße. Das war die letzte Runde für heute. Vielen Dank, Tod, für die schöne Runde. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war nur halb drauf.